Unsere Grand Tours sind definitiv meine Quäldich-Höhepunkte des Jahres. Ich bin Jan Sahner, Gründer von Quäldich.de und hier als Guide auf unserer Tour nach Venedig im Einsatz. Los geht's in Berlin, meine Stadt, mein Trainingsgebiet. Hier kenne ich jeden Quadratzentimeter Asphalt. Wir starten mit rund 100 Fahrern in 4 Leistungsgruppen, 2 Guides pro Team. Mechaniker, Gepäcktransport, Waterboy und Besenwagen. Und alle haben ein gemeinsames Ziel. Diesmal Venedig. An Weizenfeldern entlang fliegen wir 200 Kilometer durch Brandenburg und Sachsen in Richtung Dresden. Für die meisten, die aus allen Ecken Deutschlands, Österreichs und der Schweiz angereist sind, ist das hier Neuland. Die Straßen sind leergefegt, die Sonne strahlt, die Seen glitzern. Schon kennen wir uns ein bisschen. Den gegenseitigen Fahrstil, die Eigenheiten. Das Gefühl, im Windschatten der Gruppe zu fahren, bringt uns diesen sensationellen Flow, den ich so liebe. Und das ist nur die erste von 9 Etappen. 9 Tage bis zum Ziel. Neun Tage, an denen wir uns morgens um 8.30 Uhr in den Sattel setzen und losfahren. Keine Gedanken an die Route, ans Gepäck, an Verpflegung, Unterkunft oder Pannen verschwenden müssen. Es ist für alles gesorgt. Einfach nur fahren, in der Natur sein, dein eigenes Tempo bestimmen oder Leuten sein, die genauso fahrradverrückt sind wie du. Oder wie es eine Mitfahrerin ausdrückte, 9 Tage lang niemandem erklären zu müssen, warum es nichts Besseres gibt, als den ganzen Tag im Sattel zu sitzen. Wir wissen, wo es weh tut, wo wir uns gemeinsam hochschrauben müssen, wo die Aussicht selbst mir die Sprache verschlägt und wo wir uns einer nach dem anderen in die Abfahrt stürzen. Der Glockner war einer dieser Gänsehautmomente. Die Hochalpenstraße führt durch Geröll und Schneefelder und beschenkt uns mit unendlich weiter Sicht auf Spitzen und Schluchten oberhalb der Baumgrenze. Die Guides erkennt man am Rucksack. Darin ist alles, was man für kleinere Pannen benötigt. Für größere gibt es den Mechaniker. Selbst wenn für mich viele dieser Wege Neuland sind, in unserem riesigen Netzwerk gibt es immer jemanden, der die Strecke so gut kennt, als sei es sein eigenes Trainingsrevier. So finden wir überall die besten Routen für unsere Touren. Der Waterboy erfrischt uns 2-mal pro Etappe und mittags kehren wir in eine Gaststube ein, die wir kennen oder die das Quäldich-Netzwerk getestet hat. Warum Venedig? Weil es ein Sehnsuchtsziel ist und der Weg dahin durch atemberaubende Natur führt. Mit Pässen zum in die Knie gehen. Weil das Essen in Italien toll ist und der Kaffee der beste der Welt. Nah an der Natur sein, den Wind um die Beine spüren, jetzt gibt es nur noch dich, dein Rad und den Berg. Durch die Nebelschwaden kämpfen wir uns Höhenmeter um Höhenmeter nach oben und genießen die immer neuen Eindrücke. Hauptsache bergauf. Wir bieten nur Touren an, die uns selbst begeistern, von denen wir selbst träumen. Und wenn ich dann einen neuen Pass fahren kann, der schon lange auf meiner Liste steht,
dann ist das für mich die Krönung einer wunderbaren Reise. Mein absolutes Highlight war diesmal der Passo di San Boldo, der letzte Pass unserer Tour. Einer nach dem anderen rollen wir los und fädeln uns durch die engen Kehrtunnel. Einer nach dem anderen auf der Straße, die in spitzen Schlaufen in den Berg gehauen ist. Der helle Wahnsinn. Einige fahren nach der Abfahrt gleich noch einmal hoch. Die 9 gemeinsamen Tage haben uns zusammengeschweißt. Aus den Einzelkämpfern ist ein eingeschworener Haufen geworden. Als wir beim letzten Mittagsstopp an einer langen Tafel köstliche Orecchiette verspeisen, fühlte sich an wie ein Familienessen. Noch ein letztes Mal in den Sattel. An den Weinreben des Veneto vorbei fahren wir in Richtung Ziel. Die Ponte della Libertà, die das Festland mit Venedig verbindet, ist gleichzeitig zu lang und zu kurz. Endlich ankommen, einerseits. Die letzten Minuten dieser Tour mit allen Sinnen genießen, andererseits. Und dann haben wir es geschafft. Ciao, Venezia. Alle Qualen sind bei deinem Anblick vergessen.